Seit jeher wollen die Menschen die Meere befahren, erforschen und Handel treiben. Doch im Zuge der großen Entdeckungen forderten die frühen Seemächte Spanien und Portugal das alleinige Hoheitsrecht. Ein Streit entbrannte, den Papst Alexander VI. Und der Vertrag von Tordesillas erst 1493-94 mit der Aufteilung der Welt quer durch den Atlantischen Ozean schlichtete. Natürlich waren nicht alle damit einverstanden, insbesondere die Franzosen, die Niederländer und die Engländer. Es war Hugo Grotius, ein niederländischer Rechtsgelehrter und früher Aufklärer, der mit seinem Werk Mare Liberum 1609 half, ein anderes Rechtsverständnis zu etablieren. Die Freiheit der Meere. Hugo Grotius war Vater des modernen Völkerrechts und lieferte mit seiner Streitschrift Mare Liberum den seevölkerrechtlichen Konfliktstoff in einer Zeit der großen Entdeckung und der Gründung von Kolonien. Damit leitete er ein neues Rechtsverständnis ein. Die von ihm entwickelte Freiheit der Schifffahrt ist seit über 400 Jahren und auch heute noch von Bestand. Uneingeschränkt war die Freiheit der Meere nicht. Küstenstaaten machten Hoheitsgewässer geltend, insbesondere aus wirtschaftlichen, aber auch aus Sicherheitsinteressen. So war die Breite des Küstenmeeres die Reichweite einer Kanonenkugel, die damals 3 Seemeilen betrug. Viele Jahrzehnte galt die Freiheit der Meere, ohne dass sich das Rechtsverständnis entscheidend weiterentwickelte. 2 Weltkriege, die Entkolonialisierung mit Spannungen zwischen den Industriestaaten sowie den Entwicklungs- und Schwellenländern und der Kalte Krieg sowie technologischer Fortschritt, die Suche nach marinen Rohstoffen, Überfischung, zunehmende Meeresverschmutzung und weitere Meeresnutzungen. All das verlangte nach völkerrechtlichen Regeln für die Meere und Ozeane. Eine Rechtsordnung der Meere und Ozeane. Aber wie? Durch einen völkerrechtlichen Kraftakt. Seit 1950 beriet die internationale Gemeinschaft im Rahmen der Vereinten Nationen über das Seerecht. Langwierige Verhandlungen folgten. 1958 gab es eine Interimslösung und erst 1982 wurde das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verabschiedet, das schließlich 1994 in Kraft trat. Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen beruht auf einem Konsens der Vertragsstaaten. Diese Verfassung der Meere repräsentiert das Völkergewohnheitsrecht und ist eines der wichtigsten und visionärsten internationalen Übereinkommen unserer Zeit. Es wird auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von Frieden, Gerechtigkeit und Fortschritt für alle Völker der Welt leisten. Von einer Rechtsfreiheit auf den Meeren über die Freiheit der Meere bis zur heutigen Rechtsordnung für die Meere und Ozeane. Ein weiter Weg. Doch die Herausforderungen an diese Rechtsordnung verändern sich fortlaufend. Das Seevölkerrecht muss sich daher ständig weiterentwickeln. Unter anderem, um die Nutzung der Meere und Ozeane zu friedlichen Zwecken, die ausgewogene und wirkungsvolle Nutzung ihrer Ressourcen, die Erhaltung ihrer lebenden Ressourcen und die Untersuchung, den Schutz und die Bewahrung der Meeresumwelt zu fördern.